Meine gleichaltrigen Geschwister hatten beide schon ihr eigenes Intro. Ich noch nie. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, Daisy, werde einfach vergessen? Seht ihr, nicht mal ihr könnt euch das vorstellen. Deshalb dreht es sich heute um mich. Mom ist ja mit den Kleinen weggefahren. Sie lässt uns allein, weil... Ja, warum eigentlich? Warum lassen Eltern Teenager allein? Vermutlich vertraut sie uns. Ja, ich meine, solange sie nichts von unserer Party mitbekommt, haben wir ihr Vertrauen ja nicht missbraucht, oder? Hallo, ich bin Elienix und das ist der 35. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück bei unserer Familie Potter und ich freue mich schon so auf den heutigen Part, denn heute ist Gruseltag, das heißt, heute wird eine Halloween-Party stattfinden. Im letzten Part sind Emma und die zwei Kleinen ja auf Urlaub nach Mount Comeraby gefahren, das heißt, die Drillinge haben tatsächlich sturmfrei. Übrigens, wenn dir mein Let's Play gefällt, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren, meine Videos zu liken und auch zu kommentieren. Kommentare sind wirklich immer sehr, sehr wichtig, deshalb schreib gerne alles, was du mir gerne sagen würdest, hier unten als Kommentar. Aber gut, wir starten jetzt in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Wie man sieht, die Vorbereitungen für die Party laufen. Also Violet ist tatsächlich am Putzen. Ich weiß, das haben wir noch nie gesehen. Sie macht eben alles für eine gute Party. Ivy ist dabei, ein paar Sachen einzumachen. Und wir werden dann vor der Party auch nochmal beim Markt vorbeischauen, um ein wenig Geld zu verdienen. Und Daisy, was macht Daisy eigentlich? Die möchte sich gemeinsam mit Violet ein lustiges Video ansehen. Jetzt haben wir auch die Benachrichtigung bekommen, heute ist Gruseltag. Und zwar wollen sie dekorieren. Daisy liebt diese Tradition und ich glaube, wir sollten diesmal auch dekorieren. Wir brauchen dafür die Feiertagsdekoration aus dem Baummodus. Mit der habe ich tatsächlich noch nie gespielt, aber das schauen wir uns dann gleich mal an. Außerdem liebt sie eine gruselige Atmosphäre. Mitternacht steht kurz bevor, Geister, Vampire und Aliens treten auf den Plan. Feier alles, was dir einen Schauer über den Rücken jagt. Nimm teil, indem du gruselige Aktionen wie Interaktionen mit Geistern, Vampiren oder Aliens durchführst. Du kannst auch Kürbisse schnitzen oder gruselige Musik auf der Orgel spielen. Wie kann ich Kürbisse schnitzen? Ich möchte, dass sie vor der Party gemeinsam Kürbisse schnitzen. Dann verkleiden. Klicke auf deinen Sim, wähle Kostüm tragen und dann ein lustiges Kostüm, um teilzunehmen. Ich habe tatsächlich für alle schon ein Halloween-Kostüm, aber ich kann ja auch mal schauen, was das Spiel bereithält. Dann Süßes oder Saures. Verkleidete Nachbarskinder klingeln an deiner Tür und bitten um Süßigkeiten. Hört sich nach einer großartigen Tradition an. Klicke auf Kinder, die an deine Tür geklopft haben und wähle Süßes oder Saures, um teilzunehmen. Oh, ist das cool. Warum habe ich das noch nie gemacht? Und dann Geschichten erzählen. Okay, also man kann diesen Feiertag anscheinend wirklich viel besser feiern, als ich gedacht habe. Ivy wird in der Zwischenzeit noch ein wenig arbeiten. Immerhin müssen wir Geld verdienen. Nicht, dass Emma dann nach Hause kommt und sich fragt, wieso kein Geld mehr da ist, weil die Kids alles für Dekoration und Alkohol ausgegeben haben. Wo finde ich denn jetzt diese Dekorationsbox? Deko... Ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Normalerweise kam das ja mit Jahreszeiten. Dann filtern wir das einfach mal und ich schaue, ob ich es so finde. Dachboden-Deko-Box. Wenn die Weihnachtsdekoration bis zum nächsten Jahr verstaut werden muss, liegst du mit diesen Behältern genau richtig. Die schweren Deckel sorgen dafür, dass alles an Ort und Stelle gequetscht und deine Lichterketten garantiert verknotet werden. Perfekt. Ja, ich glaube, das ist das Richtige. Ich glaube, ich stelle es einfach in Emmas Zimmer. Perfekt, dann haben wir jetzt eine Deko-Box und können auch gleich mit dem Dekorieren beginnen. Daisy, mach du das am besten mal. Dekoration anbringen. Aha. Das ist jetzt die Dekoration. Die habe ich mir irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Aber ja, es ist Dekoration. Alle lieben Dekoration. Perfekt. Können wir da vielleicht noch was ändern? Oh, unsere Zäune sind auch dekoriert. Ist das süß. Okay, perfekt. Das sieht doch gut aus. Nimm mal deine Hausaufgaben ins Inventar und dann können wir hier den Tisch abservieren. Das ist eine Teenager-Party. Ich glaube, da gibt es keinen gedeckten Tisch. Dann kann Daisy jetzt einfach mal laufen gehen. Es ist zwar Halloween, aber ich glaube, sie möchte trotzdem joggen, um einen kleinen Kopf zu bekommen. Und Violet, wenn du nichts Besseres zu tun hast, nein, du kannst jetzt nicht, dann kannst du hier ja einfach mal gefühlvoll spielen. Denn immerhin müssen wir, um ihre Challenge abzuschließen, Klavier und Gitarre maximieren. Bei Klavier sind wir ja eigentlich eh schon gut dabei. Also da haben wir tatsächlich schon Level 5.
Die Tare müssen wir ihr nur sehr bald eine kaufen. Und das Saftfass werden wir dann auch gleich nach unten stellen. Wenn Emma nur wüsste, was ihre Kinder immer treiben, wenn sie nicht zu Hause ist. Und ich glaube, dann möchte ich auch die ganzen Stühle ins Inventar geben. Also ins Haushaltsinventar. Wir können ja sagen, die haben sie irgendwo verräumt. Und dann hier in der Mitte vom Raum den Tisch herstellen. Und dann kann ja Ivy noch ein paar Sachen backen und zubereiten. Und da können dann hier alle essen. Und dann habe ich auch noch Halloween-Dekoration, also Custom-Content heruntergeladen. Perfekt, da haben wir eben so ein paar Kürbisse. Oh, schauen die cool aus. Die passen wirklich perfekt zu dieser Feier. Sie dürfen nur nicht zu viel Platz einnehmen, weil es muss ja noch das Essen Platz haben. Sehr, sehr cool. Vielleicht stellen wir auch hier noch ein paar hin. Da. Das ist sehr, sehr groß. Stellen wir das vielleicht hier zum Eingang, dass wenn die Leute kommen, einfach schon sehen, dass hier eine Halloween-Party steigt. Oder schon voll im Gang ist, je nachdem, wann sie vorbeikommen. Perfekt. Finde ich sehr, sehr cool. Es ist jetzt natürlich noch alles ein wenig minimalistisch. Ist es in diesem Haus ja irgendwie immer. Was einfach daran liegt, dass wir nie genügend Geld haben, um irgendwelche fancy Dekorationen zu kaufen. Aber auch das wird sich irgendwann ändern. Hoffe ich zumindest. Ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwann reich sind in diesem Haushalt. Ich weiß nicht wann und vielleicht dauert es noch 7 Generationen, aber irgendwann werden wir reich sein. Und Ivy ist jetzt mit dem Einmachen fertig. Das heißt, wir statten jetzt dem Markt wieder mal einen Besuch ab. Ich glaube, da waren wir schon ewig nicht mehr. Zumindest mit Ivy kommt mir vor, wir waren wirklich schon sehr, sehr lang nicht mehr dort. Wir reisen dafür natürlich zum Hanford Restaurant. Stellt euch übrigens vor, Emma und die Kids würden früher nach Hause kommen. Also während die Party noch voll im Gang ist. Das würde wirklich, wirklich Stress geben. Aber ich glaube, das möchte ich nicht. Emma vertraut ihren Kindern ja. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube nicht, dass sie unangekündigt einfach früher nach Hause kommt. Vielleicht, wenn Violet alleine daheim wäre. Aber vermutlich denkt sie, Daisy und Ivy werden sie schon von gröberem Blödsinn abhalten. Naja, werden wir sehen, was noch passieren wird. Kim ist wieder da. Endlich. Dann werden wir mal mit ihr handeln, dann Objekte verkaufen. Und dann möchte ich auch noch etwas kaufen. Denn mir ist aufgefallen, wir können leider keine Marmelade mehr zubereiten, weil wir keinen Zucker haben. Das heißt, wir brauchen Zucker und dann werde ich auch noch Mehl kaufen und andere Sachen, damit wir möglichst viele Party-Snacks zubereiten können. Perfekt, wir bekommen Rabatt. Sehr, sehr cool. Deshalb lasse ich jetzt mal die Äpfel und die Birnen im Inventar, weil da können wir später eben Marmelade machen. Aber die eingemachten Pilze verkaufen wir. Die Karotten, dann hier die lieblichen Pilzen, die Lilien, Löwenmäulchen, Mayonnaise. Mega-Vitaldünger können wir eigentlich auch verkaufen. Salbei, Tomatensauce, Vitaldünger, Weintraube. Winterpflanzen möchte ich behalten, aber die würzigen Pilze verkaufen wir auch. Und wir bekommen 2123 Simoleons. Das ist wirklich nicht schlecht. Was können wir kaufen? Avocado? Seit wann gibt es Avocados? Die Avocado ist ein köstliches Gemüse oder eine Frucht. Was immer sie auch ist, auf Toast schmeckt sie auf jeden Fall hervorragend. Wow. Ich wusste nicht, dass es Avocados in Sims gibt. Ist das neu? Oder habe ich das nur nie gesehen? Dann kaufen wir einfach mal 5-mal Mehl. Und wo haben wir denn Zucker? Hier. Und auch noch 5-mal Zucker. Perfekt. Ich glaube, das sollte reichen. Und hier ist Agatha. Und sie ist auch wieder die Grünstandbesitzerin. Sehr, sehr gut. Anscheinend wurde dieser Bug jetzt gefixt. Ich weiß noch immer nicht genau, wo der herkam. Aber auf jeden Fall ist er jetzt gefixt. Und wir reisen jetzt mit Ivy wieder nach Hause. Und dann werden wir eben die letzten Partyvorbereitungen treffen. Ich bin schon so aufgeregt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird so viel Drama bei dieser Party passieren. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich schon jetzt nach Drama an. Und wir sind wieder da. Perfekt. Dann geben wir die Sachen gleich mal in den Kühlschrank. Mehl und Zucker. Und was können wir denn für die Party machen? Oh nein, wir haben jetzt alle Eier verbraucht. Das ist nicht gut. Sammel mal Eier ein und hoffen wir, dass es wieder neue gibt, damit wir irgendetwas backen können. Ansonsten Regenbogen-Brownies können wir aber zum Beispiel machen. Okay, es gibt für den Notfall auch andere Dinge, die wir kochen können. Daisy, was machst du eigentlich? Wenn du nichts zu tun hast, gib doch mal einen Solo-Auftritt. Und Violet, solltest du nicht Klavier üben? Ich habe dich Klavier üben geschickt. Die Sims machen auch nie das, was sie machen sollen. Wie gut ist Daisy denn eigentlich schon? Daisy! Sie ist so cool. Ich finde es so schön, wie unterschiedlich diese Familie ist. Mit Ivy waren wir ja gerade beim Markt. Dann kann Day noch das verdorbene Essen aussortieren.
Und dann können wir die Sachen für die Party zubereiten. Wir werden etwas backen. Naja, Zuckerkekse, Brotstangen ist jetzt nicht so besonders. Was gibt es denn normal unterkochen? Einen Honigkuchen. Das finde ich schön. Ja. Wir machen einen Honigkuchen. Und dann machen wir noch Regenbogen-Brownies. Und dann können wir sagen, dass das Pride-Special-Brownies sind. Also nicht so special im Sinne von irgendwelche Substanzen, sondern special im Sinne von, wir feiern Pride. Und deshalb machen wir eine Partygrüße, Regenbogen-Brownies. Gibt es sonst noch irgendetwas? Ja, dann könnten wir noch etwas Bekanntes machen und dann machen wir noch eine Partygrüße, Mini-Wedgie-Burger. Das klingt doch sehr, sehr gut. Und wer von allen kennt denn eigentlich die meisten ihrer Freunde? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich schätze ehrlich gesagt, das ist Violet. Violet kennst du alle, die ich gerne einladen würde. Sie kennt Christian. Amy möchte ich eh nicht einladen. Janet, Sarah, perfekt. Das ist klar, dass sie die kennt. Sie kennt Sydney. Den anderen Christian kennt sie auch. Und Navai. Perfekt. Ich glaube, das sind eigentlich alle, die ich einladen wollte. Dann können wir gleich mal die Party planen. Sie ist wirklich gut. Und sie fühlt sich dadurch jetzt auch selbstsicher. Coole Tastenakkorde, wie in Klaviermusik. Wenn das Klavier so schön gespielt wird, kann man sich ganz leicht in der Musik verlieren. Und hat sie schon wieder Alkohol getrunken? Geschmeidiges Getränk. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen. Ich verstehe es nicht ganz. Aber gut, plan du dann einmal die Party. Ereignis hinzufügen. Das ist dann, schätze ich mal, wieder eine Saftparty, da wir ja ein Saftfass haben. Gastgeber sind Daisy, Ivy und Violet. Ganz sicher nicht Emma. Emma sollte auf keinen Fall vorbeikommen. Wir laden ein Christian Alto, Stella Brown können wir auch einladen. Sarah, den anderen Christian, Janet, nicht Haru, das wäre ein wenig awkward. Annika, ich weiß gerade nicht mehr, wer sie ist, aber die können wir ja auch einladen. Und Navai und natürlich Sydney. Ja, ich glaube, das waren dann alle. Perfekt. Und dann findet das Ganze natürlich hier statt. Und ich hätte gesagt, wir starten um 17 Uhr. Das ist zwar noch etwas früh, aber vielleicht müssen ja einige der anderen Teenager ziemlich früh zu Hause sein. Und deshalb passt das, glaube ich, schon ganz gut. Gut. Ivy, wie läuft es bei dir? Sehr, sehr cool. Der Honigkuchen ist fertig. Den geben wir mal in den Kühlschrank. Wer, irgendwer von Ihnen, möchte jetzt was davon essen? Daisy, ich weiß, du hast Hunger. Nein. Du isst nichts vom Kuchen. Nein, sie hat den Kuchen angeschnitten. Daisy! Ja, okay. Daisy musste ihn anscheinend kosten, um zu wissen, ob er wohl gut genug ist, dass er hier serviert werden darf. Dann wird sie die Toilette putzen. Dann kann sie auch hier das Waschbecken putzen. Und dann werden wir ihre Akne abdecken und Gesichtsreiniger auftragen. Sie möchte ja immerhin perfekt aussehen für den heutigen Abend. Und jetzt hat sie das Stück Torte tatsächlich nicht gegessen. Ist die Torte, wenn du sie schon anschneiden musstest. Und das sind die Regenbogen-Brownies. Wie süß. Die geben wir auch gleich in den Kühlschrank. Und hier haben wir auch noch die Mini-Wedgie-Burger. Dann haben wir eigentlich schon alles vorbereitet und müssen nur noch warten, bis die Party beginnt. Aber vorher möchte ich jetzt noch kurz das Verkleiden sehen. Hier, Kostüm tragen. Verkleide dich mal als Schurke. Wie sieht das dann aus? Ah, okay. Da sind aber tatsächlich die Verkleidungen, die ich mir rausgesucht habe, ein wenig cooler, finde ich zumindest. Also, aber Ivy, du kannst dich gleich mal verkleiden. Als Party-Outfit habe ich hier jetzt nämlich das. Und jetzt ist unsere Ivy, keine Ahnung, irgendwie untot. Auf jeden Fall, ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Daisy, was machst du? Du fühlst dich unwohl wegen der schmutzigen Umgebung. Was ist hier denn schmutzig? Ich verstehe nicht ganz, was hier schmutzig ist, aber okay. Ivy hat noch immer Probleme mit der Dunkelheit. Daisy macht dann mal einen kleinen Nap und dann muss nämlich auch sie ihr Kostüm anziehen. Violet ist tatsächlich schon am Nappen, wie sollte es anders sein? Aber gut, dann werde ich mich mal um alle Bedürfnisse kümmern und wir warten einfach, bis es 17 Uhr ist. Daisy wird jetzt angerufen. Hey Daisy, wir haben ein kleines Treffen vor dem Abschlussball. Kommst du auch? Was ist Abschlussball? Das habe ich total verpasst. Aber egal, wir gehen einfach zum nächsten. Heute ist Halloween. Wir möchten eine Halloween-Party feiern. Und Ivy ist jetzt hier und studiert ihre Pflanzen. Ist das süß. Ja gut, wenn du dich nicht um deine Bedürfnisse kümmern möchtest, dann kannst du hier doch einfach mal alles ernten. Ich glaube, das passt ganz gut. Violet, komm du mal her. Dann ziehen wir auch dir irgendein Kostüm kurz an, nur damit Prinzessin Leia. Okay.
Nur damit du eben auch das erfüllst. Das ist tatsächlich ein cooles Kostüm. Warum habe ich die alle noch nie gesehen? Wir werden auch ihr jetzt ihr wirkliches Party-Outfit anziehen. Und zwar ist es das hier. Ich finde das so cool. Es ist jetzt nämlich nicht unbedingt das schönste Kostüm, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist eben lustig. Und deshalb schätze ich, dass das halt Violets Style ist. Einfach so over the top. Und sie möchte halt auffallen und irgendwie besonders sein. Ja, Daisy ist schon wieder am Hausaufgaben machen. Wie sollte es anders sein? Auch ihr ziehen wir kurz ein Kostüm an. Dienstmädchen? Okay, ja gut. Aber dann bekommt auch sie das Kostüm, das ich für sie rausgesucht habe. Und zwar dieses hier. Ich finde das so cool. Ich glaube, das ist so an Black Swan angelehnt. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, dann geh auch du mal nach unten. Saftparty fängt bald an. Bist du bereit? Derzeit laufende Ereignisse werden beendet. Na klar, los geht's. Die Mini-Burger, dann hier noch die Regenbogen-Brownies und der angeschnittene Honigkuchen. Daisy, das hast du wirklich großartig gemacht. Aber da fehlen noch schon 2 Stück, oder? Ich glaube, da hat noch irgendwer eins gegessen. Okay, hat jeder sein Kostüm an? Perfekt, dann versammelt euch mal hier. Und dann warten wir auf die Gäste. Ist schon jemand da? Ja, perfekt. Und sie haben alle die richtigen Kostüme an. Also sie nicht, aber sie. Navai ist eine Hexe. Daisy, sag mal zu Navai hallo. Red mal mit ihr über neuestes Buch. Dann haben wir hier Christian. Also das ist der Christian von Violet. Sprich du mal mit ihm. Red über deine Ängste. Und dank ihm mal fürs Kommen. Von Ivy ist jetzt noch niemand da. Daisy, dein Boy, ist auch schon da im Teufelskostüm. Dank auch ihm mal fürs Kommen. Und dann kannst du gleich mal mit ihm flirten. Im Viehstall rumschmusen? Ja, wer weiß, vielleicht passiert das heute ja sogar. Immerhin, wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist, wer weiß. Hier haben wir dann Gina. Wer ist denn Gina? Ich glaube nicht, dass ich dich eingeladen habe. Sie hat anscheinend von der Party gehört und möchte auch dabei sein. Oh, und hier haben wir den anderen Christian. Dem habe ich tatsächlich ein Kleid gegeben. Und ich wollte die Storyline irgendwie so, dass er Ivy und sich selbst geschminkt hat. Weil ich glaube, Ivy kann das eben nicht so gut und er hat dann das beides übernommen. Also, dass sie so ihre Kostüme aufeinander abgestimmt haben. Ja, das fand ich sehr, sehr süß. Und Violet, irgendwo da ist doch auch deine Freundin oder fast Freundin. Janet, genau. Ich weiß gar nicht, sind die beiden schon zusammen oder sind sie nicht zusammen? Turteltauben, okay. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die beiden zusammen sind, aber anscheinend nicht. Und sie haben sich noch nicht mal geküsst. Ich habe deren Beziehung ganz anders in Erinnerung. Aber Janet, ich habe natürlich auch für dich ein Kostüm gemacht. Und zwar ist sie auch eine Hexe. Ich finde sie so cool. Violet, dann sprich mal mit ihr. Dank ihr mal fürs Kommen. Und dann kannst du ja mal mit ihr flirten. Und gesteh ihr mal, dass du in sie verknallt bist. Oh, sie sind so süß. Dann könnt ihr ja mal über Tanztechniken reden. Und dann kann Violet eigentlich gleich mal einen Fassstand mit ihr machen. Warum auch nicht? Ich glaube, ja, es ist immerhin schon fast 19 Uhr. Da kann man schon mal den ersten Fassstand machen. Warum haben die gerade eine negative Stimmung bekommen? Oh, sie sind gegeneinander verärgert, weil keine Einladung zum Abschlussball erhalten hat. Upsi, sorry. Haben das jetzt die anderen auch? Daisy und Sydney haben das gar nicht. Was machen die denn jetzt hier oben? Die beiden Christians machen Party in Daisys Zimmer. Ja, okay. Wenn sie das wollen, können sie das natürlich machen. Aber eigentlich ist die Party hier unten. Und Violet macht weiter Fassstände. Habe ich für Annika auch ein Kostüm? Ich glaube nicht, leider. Ich glaube leider nicht. Nein. Annika ist eben langweilig und die eine Person, die nicht verkleidet ist, die gibt es ja auf jeder Halloween-Party. Aber zumindest das Essen scheint allen zu schmecken. Oh, und hier haben wir jetzt auch Sarah. Oh, Sarah sieht auch so cool aus. Ich liebe ihr Kostüm. Ich meine, ja, es ist gewagt. Ich weiß, dass es sehr, sehr gewagt ist. Aber ich glaube, Sarah ist ja auch ein bisschen älter als Violet. Also vielleicht ist Sarah ja schon so um die, keine Ahnung, 19 oder so. Weil ich glaube, wenn sie minderjährig wäre, würden ihre Eltern sie kaum so aus dem Haus lassen. Die haben so eine gute Beziehung. Wieso haben die so eine gute Beziehung? Violet?
Wieso flirtest du mit jemand anderem als Janet? Wieso sind meine Sims immer so? Wieso können sie nicht einfach nur mit einer Person flirten? Wieso müssen sie immer mit allen flirten? Mach auch mal einen Fassstand mit ihr. Immerhin ist sie deine beste Freundin. Oder vielleicht auch mehr. Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr verwirrend für mich und anscheinend auch sehr verwirrend für Violet. Aber Janet scheint das alles nicht zu stören. Vermutlich, weil die beiden nicht fix zusammen sind. Und deshalb kann sie sich natürlich auch nicht offen anmerken lassen, dass sie etwas stört. Ist Violet eigentlich schon betrunken? Oh ja, Violet ist besoffen. Ist erledigt und völlig am Ende. Okay. Und Hopfen und Malz vom Trinken von Bitterbier. Liebe liegt in der Luft. Oder zumindest kommt es Violet so vor, nachdem sie gerade dieses betörende Getränk genossen hat. Gut, Violet, mach doch einfach, was du willst. Oh wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Daisy ist total verknallt in Sydney. Ja, ich weiß, ihr beiden seid ja auch zusammen. Oh, die sind so süß. Ja gut, dann kannst du mal seinen Hals küssen. Dann drück mal deine Zuneigung aus. Oh, die beiden sind so unglaublich süß. Seid noch ein bisschen lieb miteinander. Heiratsantrag machen? Ich glaube nicht. Aber erklär ihm mal die ewige Liebe. Und was passiert denn bei den anderen? Violet, was machst du? Sie unterhält sich mit Christian und Annika. Warum sind eigentlich alle kokett? Ich verstehe es nicht ganz. Und hier ist Janet. Ich glaube schon, dass es Janet ein bisschen stört, dass Violet vorher mit Sarah geflirtet hat. Sie ist jetzt auch irgendwie so abseits. Und ja, ich weiß nicht. Aber sie sagt Violet auch nicht, was sie stört. Hm. Jetzt hat sie auch noch mit Annika geflirtet? Violet, was tust du eigentlich? Kannst du dich mal entscheiden? Musst du wirklich alle Herzen brechen? Ist das dein Plan? Ich glaube schon, oder? Was meint ihr denn dazu? Zuerst flirtet sie mit Janet, dann mit Sarah und jetzt noch mit Annika? Also ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass sie nicht so der monogame Mensch ist. Ich hatte noch nie eine offene Beziehung in Sims. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Vielleicht sollte ich mir das mal überlegen. Ja, das ist wirklich sehr verwirrend. Was? Die Party ist gleich vorbei? Ich möchte noch nicht, dass die Party gleich vorbei ist. Daisy, kannst du Sydney fragen, ob er über Nacht bleiben kann? Können das Teenager oder können das Teenager nicht? Einladen, über Nacht zu bleiben. Okay, dann müssen wir warten, bis die Party vorbei ist. Oh, da muss ich aber sehr schnell sein. Ich hätte nämlich gern, dass er über Nacht bleibt. Und Ivy, mit dir haben wir die ganze Party noch gar nichts gemacht. Red mal mit deinem Christian. Hier. Christian ist gerade hier oben und freundet sich mit Navai an. Komm einfach dazu. Frag nach Essen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber mach es. Und dann schrei einmal wir herum. Und dann erzähl ihm eine fesselnde Geschichte. Oh, und jetzt sitzen die beiden hier auf dem Bett. Bevor er jetzt aber geht, frag ihn noch schnell, ob er über Nacht bleiben möchte. Denn ich habe etwas vor zwischen den beiden. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was ich vorhabe. Ich hoffe, er möchte über Nacht bleiben. Eine Pyjama-Party, das klingt toll. Perfekt. Und alle anderen gehen jetzt natürlich. Schade, dass die Party nur so kurz dauerte. Aber Sarah? Warum bist du noch da? Violet, geh mal zu Sarah und erzähl ihr mal eine fesselnde Geschichte. Okay, vielleicht möchte Sarah auch noch ein wenig mehr Zeit mit Violet verbringen. Sonst sind nämlich tatsächlich alle gegangen. Ivy, du kannst jetzt gern mal auf die Toilette gehen, dann kannst du duschen gehen und dann kannst du schlafen gehen. Dein Tag für heute ist vorbei. Die beiden sind am Flirten. Anscheinend möchte Sarah auch hier schlafen. Genieß einfach mal den Moment, verschöne ihr den Tag und dann frag sie mal nach ihrer Stimmung. Jetzt bin ich tatsächlich ein wenig überfordert, da wir jetzt zwei Pärchen haben, um die wir uns kümmern müssen. Also nicht Pärchen, aber irgendwie schon. Nein, jetzt nicht schlafen. Violet, was ist mit dir? Massiver Kater. Oh, ja, sie hat jetzt irgendwie schon einen Kater. Ich weiß auch nicht ganz, warum. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass die beiden jetzt flirten, weil sie ja eigentlich nur beste Freunde sind. Kann sein, dass Violet das morgen bereut, aber sie ist gerade betrunken, sie fühlt sich mutig und ja, jetzt passieren halt einfach Dinge, die sie so nicht geplant hat. Und jetzt haben die beiden auch eine Liebesleiste. Oh Gott. Diese Party eskaliert irgendwie auf eine ganz andere Weise, als ich gedacht hatte. Aber gut, sing mal über Gruseltag. Auf einmal kann Violet singen. Und dann wird Violet jetzt hier betrunken mit Sarah ihren ersten Kuss erleben. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet, aber irgendwie, ja, hat das Spiel das selbst entschieden. Zuerst haben die beiden geflirtet, dann blieb Sarah auch noch da und jetzt
Ja, hatten die beiden ihren ersten Kuss miteinander. Ich glaube, Violet bereut das Ganze vielleicht jetzt schon ein bisschen, weil sie ja irgendwie auch mit Janet mehr oder weniger fast zusammen ist. Deswegen werden wir Sarah jetzt nach Hause schicken und Violet geht schlafen und ich kümmere mich um die anderen beiden. Daisy ist so ein Engel. Sie hat tatsächlich gerade die Zusatzaufgaben fertig gemacht, obwohl ihr Freund da ist. Wo haben wir denn Sydney? Okay, Sydney schläft hier in Emmas Bett. Weck ihn mal auf. Er lacht, während er schläft? Creepy. Aber ich schätze, vermutlich hat Daisy gesagt, er soll sich da unten hinlegen, während sie ihre Aufgaben natürlich noch fertig machen muss. Denn nichts geht über Hausaufgaben. Das ist ja klar. Und jetzt weckt sie ihn aber nochmal auf und sagt so, hey, ich würde trotzdem gern noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Möchtest du vielleicht doch nicht aufstehen? Dann wird sie ihn umarmen. Dann werden sie nochmal miteinander flirten. Und er hat natürlich schon wieder sein Kostüm angezogen. Dann wird sie seinen Hals küssen. Oh, sie wünscht sich etwas Romantisches zu tun. Und das haben wir jetzt auch erfüllt. Die beiden sind schon süß miteinander. Dann wird sie mal von Lieblingsband schwärmen. Dann wird sie ihn küssen. Und die beiden haben jetzt auch ein Gefühl miteinander erhalten. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Aufgrund schöner Zeiten und glücklicher Erinnerungen fühlt sich Daisy eng mit Sydney verbunden. Oh, ist das süß. Und jetzt werden die beiden etwas machen, was so gar nicht Daisys Stil ist. Und zwar werden sie im Viehstall miteinander rumschmusen. Warum sie es nicht in einem Bett machen, ist ziemlich klar. Daisy hat nur ein Einzelbett und ich glaube, sie möchte das nicht im Bett ihrer Mutter tun. Was ich tatsächlich nachvollziehen kann. Und deshalb werden sie jetzt in den Viehstall gehen. Daisy kennt jetzt die Rumschmusen-Interessen von Sydney. Okay, sie gehen tatsächlich ganz inkognito auch bei unterschiedlichen Ausgängen aus dem Haus. Kennen wir das nicht alle? Und ich glaube, sie wollen diese Interaktion deshalb auch nicht in der Dusche machen, weil da eben ihre Schwestern gleich in der Nähe sind. Und ja, ich glaube, vielleicht möchte sie das geheim halten. Oh, wir müssen zuerst Betsy aus dem Kuhstall rufen. Gut, Betsy ist draußen. Die beiden können rein. Okay, und er hat verhütet. Sehr, sehr gut. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Daisy hat das erste Techtelmechtel. Ja, sehr romantisch. In einem stinkenden Viehstall. Ich hoffe, sie haben Spaß. Und ich bin sehr froh, dass sie verhütet haben. Daisy trägt ein Kondom. Genau, Daisy trägt das Kondom, so funktioniert das nämlich. Und ich hoffe sehr, dass meine Mods da jetzt nicht irgendwelche Dinge machen, die sie nicht tun sollten. Und hoffe wirklich, dass die Verhütung funktioniert hat. Und Daisy ist jetzt auch schon ganz schön fertig. Auch sie kann dann mal auf die Toilette gehen und dann kann auch sie schlafen gehen. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu dieser Teenager-Party zu sagen habt. Es sind ja sehr, sehr viele Dinge passiert und ich brauche da wirklich eure Meinung. Also an dieser Stelle freue ich mich wie immer über jeden Kommentar, über jedes Like und über jedes Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!